Hallo, mein Name ist Claudia Schiesel, heute mal wieder aus dem Off. Willkommen zu On the Grid und vor mir steht Professor Dr. Karel Kubinski, seines Zeichens Stadthistoriker und ein Spezialist auch für das Thema Graz und Triest und Städtepartnerschaft. Heuer feiern wir 50 Jahre Städtepartnerschaft von Graz und Triest. Was bedeutet das deiner Meinung nach und was bietet das für beide Städte? Ich hoffe, eine Chance, auf der anderen Seite eine gewisse Tradition der Verbindung, die ja ganz tief in die Geschichte der beiden Städte zurückführt. Ich denke an den frühen Abend des 30. September 1382, als sich die Stadt Triest am Grazer Schlossberg der Herrschaft des Herzog Leopold III. Aus dem Hause Habsburg unterstellt hat, um im Kräftekampf der nördlichen Adria einen starken Partner zu haben. Damit hat es begonnen. Ein anderes Highlight war dann im 18. Jahrhundert schon, als Österreich draufgekommen ist, dass mit dem Adria-Hafen wirklich was anzufangen ist. Und Triest war damals einer der bedeutendsten Hafenstädte des Mittelmeers und auch ein wichtiger für ganz Europa. Das geht dann weiter in die Konflikte im 19. Jahrhundert, geht aber auch weiter zum österreichischen Triest, das dann ein italienisches Triest wurde und dann die vorhin zitierte Partnerschaft, die damals eine Verschwesterung war. Heute spricht man also neutraler und weniger energiegeladen von einer Partnerschaft und mit der Verbindungsstelle Wien, Graz, Triest war ab der Mitte des 19. Jahrhunderts Graz auf dieser Südbahnstrecke eine ganz wichtige Position und die Stadt hat also massiv damit gewonnen. Es gibt jetzt immer wieder mal so die Diskussion darüber, ob die Interessen von beiden Partnern überhaupt symmetrisch sind oder ob man sich mit der Interessenslage von Triest mehr auseinandersetzen müsste, damit halt auch diese Städtepartnerschaft und der kulturelle Austausch mehr vorangetrieben werden. Wie siehst du das aus deiner stadthistorischen Sicht? Ich sehe das aus meiner stadtpolitischen Sicht, dass also so Städtepartnerschaften eingekauft und organisiert werden und eher politische Veranstaltungen sind und man sich dann in der Folge fragt, was bringt das und was kann man machen. Für Graz und für Triest ist durchaus aber ein kultureller und wirtschaftlicher und touristischer Zusammenhang gegeben. Die beiden Städte sind sich in vielen Fällen ähnlich, obwohl das eine der Hafen und das andere die Landeshauptstadt ist. Und dementsprechend geht es nicht nur darum, hin und wieder jemand von der anderen Seite einzuladen oder eine hübsche Ausstellung zu machen, sondern beide Städte können in ihrer Nähe und in ihren Interessen durchaus gewinnen oder man ladet sich nur hin und wieder ein. Das liegt an denen, die das betreiben. Beziehungsweise wahrscheinlich dann auch je nachdem, welche politische Partei gerade am Ruder ist. Ja, das sind also die beiden Städte, die jeweils eine Regierung haben, ein Programm haben. Und beide Städte sind ja eingebunden in einen größeren nationalstaatlichen Rahmen. Dementsprechend immer ist es nicht das Gleiche. Zum Teil sind wir natürlich auch gerade durch die Ähnlichkeit und die Nähe Konkurrenz, aber eben unser Triest mit Anführungszeichen und ich hoffe von den Triestinern unser Graz ist schon irgendwas Besonderes. Da gibt es also die Via Graz in der Vorstadt, eine Seitenstraße der Via Vienna, also der Wienstraße und wir haben in Graz dann eben die Triester Straße. Wobei die Triester Straße und die Wiener Straße eher größere Straßen sind, auch eine entsprechende historische Bedeutung haben, weil sie an einer alten Poststraße liegen oder Reichspoststraße, wenn der Terminus jetzt korrekt ist. Welche Bedeutung hat das eigentlich, dass man halt bis heute weiß, okay, auf der Triester Straße geht es auch wirklich nach Triest und wenn ich in Triest stehe, auf der Wiener Straße geht es auch wirklich nach Wien? Ja, also das war früher ganz einfach definiert.
Im Norden von Graz war eben die Wiener Straße und im Süden ist man einerseits Richtung Kärnten, ist gleich Kärntner Straße, aber ist auch eben nach Süden und hat das nicht als Marburger Straße oder Laibacher Straße oder Balkanstraße oder Kroatienstraße bezeichnet, sondern das war eben typisch für die Wichtigkeit die Triester Straße. Und das ist auf der einen Seite eben die Ausfahrt oder umgekehrt die Einfahrt nach Graz und zeigt also die Bedeutung, die diese Stadt für Graz gehabt hat, dass sie also als relativ fernes Ziel in der Geschichte eben so benannt war. Was mich zur nächsten Frage bringt, jetzt gibt es diese Städtepartnerschaft seit 50 Jahren. Die Urkunde wurde erst kürzlich restauriert und soll aber auch generell in einem nicht guten Zustand gewesen sein. Ist das deiner Meinung nach auch dem geschuldet, dass man sich vielleicht ein bisschen zu wenig um diese Partnerschaft gekümmert hat? Ich kann und will dem nicht widersprechen. Und dass eine relativ junge Urkunde restauriert werden muss, ist irgendwie eigenartig. Als Historiker habe ich Umgang mit Urkunden, die bis zu 1000 Jahre alt sind und dies eigenartigerweise auch überlebt haben. So ähnlich wie übrigens auch die Urkunde von 1382 im Original nicht vorhanden ist und die bei irgendeinem der Unruhen vor Jahrhunderten bereits verloren gegangen ist, aber wir haben eine wörtliche Abschrift davon und die Urkunde allein macht es nicht, es muss der Geist natürlich sein und man kann also Urkunden wieder restaurieren und in einen Nylonsackerl stecken, aber der Geist, der muss frei sein und ist unabhängig von irgendwelchen Urkunden, die man sich gegenseitig überreicht. Abschließend hätte ich dann noch eine Frage zur Triester Siedlung, weil dort wird es heute auch noch einen Besuch geben, weil Anlass für dieses Gespräch ist unter anderem auch der Besuch der triestinischen Vizebürgermeisterin bei der Grazer Bürgermeisterin LGK. Und da wird man dann heute auch noch kurz in der Triester Siedlung, also in dieser Gegend, Triester Straße, Vinzenz-Muchitsch-Gasse sein. Was hat es da historisch auf sich mit der Triester Siedlung? Warum heißt die so und warum wurde die überhaupt errichtet? Ja, das ist vielleicht ein Ausdruck einer gewissen Unbeholfenheit, was man mit Gästen aus Triest anfangen kann, wie dem auch immer sei. In den 40er Jahren wurde also ein Teil der alten Triester Straße begradigt und an dem begradigten Teil der Triester Straße ist eine Siedlung entstanden. Siedlung war damals ein Stichwort für eine Ansammlung von ähnlich geratenen Wohnhäusern oder Villen und wenn die Wohnhäuser, die damals errichtet wurden, dann zerbombt wurden und dann wieder errichtet wurden, eben an der neuen Teil der Triester Straße liegen, ist es eben die Triester Siedlung. Zum Teil haben hier aus Südtirol vertriebene Südtiroler dann ihren Wohnsitz gefunden. Auf jeden Fall ist es ein soziales Biotop mit ähnlichen Grundvorstellungen, dass sich eben mit Müttern, Kindern, Arbeitern, Sportlern und ähnlichen Dingen mehr in irgendeiner Form ähnlich ist. Und so ist also Triester Siedlung eine Gütemarke für ein paar Dutzend Häuser, die dort in den 40er Jahren entstanden sind. Abschließend nur dazu noch nachgefragt. Die Südtiroler sind ja über die Optantenlösung auch nach Österreich gekommen. Hat es doch eine Optantenlösung für deutschsprachige Triestiner gegeben? Weißt du da was? Das ist eigentlich nicht bekannt, aber es hat natürlich in beiden Seiten die Rückwanderungen gegeben am Ende des Ersten Weltkriegs und so kamen österreichische Triestiner nach Graz und unter anderem ein Kaffeespezialist und umgekehrt, ich denke an die Marchesa Polisini, italienisches Adelsgeschlecht, die dann auch wieder in Graz gelebt hat. Und auch das sind typische Vermengungen. Die Ehefrau des Konrad von Hötzendorf war die schöne Gina aus Triest. Also hier gab es viele Verbindungen, die zum Minimum noch immer andauern. Gut, dann lieber Karel, sage danke fürs Gespräch und euch wünsche ich noch gute Unterhaltung mit der nächsten Sendung. Danke ebenfalls. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!